sagen die Schia, die sagen, die folgen Ali ibn Abi Talib, Radwanallah alayhi wa alayhi salam. Ja, was sagte Ali, Radwanallah alayhi? Er sagte, derjenige, der am meisten Lohn bekommen wird bezüglich Koran, ist Abu Bakr. Möge Allah Abu Bakr Barmherzigkeit schenken. So sagt Ali ibn Abi Talib. Er war der Erste, der den Koran gesammelt hat. Okay. Oh, man braucht nicht mehr zu diskutieren. Dann, bezüglich Uthman, sagte Ali, Leute, fürchtet Allah bezüglich Uthman und seid nicht extrem, übertreibt nicht, indem ihr sagt, er hat die Blätter von Koran verbrannt. Bei Allah, er hat das nicht gemacht, außer in unserem Beisein, die Gefährten vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wäre ich, Ali sagt das, Ali radhiyallahu anhu, wäre ich an Stelle von Uthman, hätte ich dasselbe getan, was Uthman getan hat. Ja, und dann noch etwas sozusagen als letztes. Wenn das stimmen würde, oder stimmen könnte, dass Abu Bakr, Umar, Uthman oder die Leute, die das gesammelt haben, etwas weggelassen oder etwas mehr geschrieben haben. Wer war der vierte Khalif? Ali, radhiyallahu alayhi. Wieso hat er das nicht geändert? Wenn die Leute den Koran gefälscht hätten, wieso hat Ali, als er Khalif war, nicht gesagt, schaut mal, diese Leute haben falsch gemacht, ich mache das jetzt richtig. Und das ist Beleg. Da haben gesagt, ja, der wollte keine Fitna. Keine Fitna? Leute verändern den Koran, das Wort Allahs, die Basis für die Muslime. Und der schweigt? Und wer? Ali ibn Abi Talib? Dann Ahl al-Bayt und ihre Imame. Wieso haben sie das nicht gesagt? Die haben alle gesagt, das ist unser Koran. Da weiß man, wer die Wahrheit vertritt. Und wer lügt über auch die Familie vom Propheten sallallahu alaihi wasallam und er behauptet, wir lieben sie, aber in Wirklichkeit, da liebt man sie nicht. Sondern da nimmt sie nur Brücke, damit man bestimmte Ziele erreicht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren.